Vielleicht auch nicht schlecht, das nehmen wir. 30% mehr Startgeld. Wir gehen in Level 19, Leute. Zack. Das ist ein neuer Level. Die müssen alle da runter. Was nehmen wir? Ein MG fürs Erste. Das MG bauen wir volle Wäsche aus. Und dann schauen wir, was noch kommt. Fliegende. Was hat der für eine Range? Muss ich schauen, das geht so. Wir werden auch den dann ausbauen. So, der eine muss jetzt mal reichen hier. Oh, der wird geheilt, das ist schlecht. Die Heiler müssen weg. So, stopp, stopp, stopp. Da müssen wir jetzt alles rein, sonst wird es nichts. Und das auch noch. Entweder wollen wir den Dicken aufhalten oder nicht. Auf ihn! Mit Gebrüll! Stopp! Ihr geht auf die anderen. Ja, einer ist durch. Das geht doch, das ist doch vertretbar, Leute. Es könnte wirklich schlimmer sein. Hier machen wir den Sniper dann. Ja, der Dicke, der hat halt ziemlich... Da brauchen wir mehr Startgeld, noch mehr. Und dann können wir das locker mit 3 Sternen dann schaffen. Wave 2 von 3 übrigens. So, hopp. Da brauchen wir Kohle. Was ist denn das für ein Kasperl da? Fliegende. Ja, das sind diese Fliegenden, die extrem viel aushalten. So, hier machen wir noch einen G. Zack. Wave 3 von 3. Hier machen wir... Was machen wir hier? Puh, ho, 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 ho. Hier machen wir das, dass die anderen mehr... ja, mehr Gas geben, die Tower. Gibt hier drüben auch noch. Jawohl, dann machen wir hier einen Sniper noch. Schade, dass einer durch ist, aber das schaffen wir schon noch. Das schaffen wir schon noch, Leute. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Das wird schon. Auch noch so im MG-Tower. Beziehungsweise Sniper. Wunderbar! Es ist uns nur einer durch, darum werde ich das jetzt gleich nochmal probieren. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Schauen wir, wo die ersten kommen, unten oder oben. Oben, das heißt, wenn ich hier den MG-Dauer hinbaue, könnte das nicht mal so schlecht sein. Und hier den zweiten. So. Wir müssen da gleich alles runterlassen, da bei dem. Der braucht möglichst viel Damage. Oh, der heilt ihn wieder. Scheiße. Die Heiler müssen weg. Die Heiler, wieso geht denn der auf den... Ich kann den Heiler nicht markieren. Das geht mir so im Senk, Leute. Hau den Heiler weg jetzt. So, will ich hoffen. So, den dicken Hammer zwar, aber dafür sind uns 2 durch. Also das hat gar nichts gebracht, so. Andere Taktik, so läuft es nicht. Was können wir denn da noch machen? Man muss nachdenken, Leute. Was können wir denn noch machen? Vielleicht ist nur auf Stufe 2. Aber dann geht er nicht auf Fliegende, glaube ich. Na. Das heißt, Stufe 3 ist wichtig.
So bringen wir es vielleicht hin. So, hier noch einen. Den upgraden, jawohl. So kriegen wir es vielleicht hin. Wir haben es geschafft. Zumindest, dass mal keiner durch ist. Es ist eine reine strategische Sache. Das kriegen wir schon noch hin. So, wir müssen die Abklingzeit hier runterlassen. Jawohl, der kann schön kriechen. Dann geht die Abklingzeit runter, das passt schon. Jawohl, das werde ich nicht nehmen, weil wir brauchen das wieder ready hier. Wunderbar, wunderbar. Also bis jetzt haut's hin. Hier hinten werden wir zwei Sniper nehmen. Und hier vorne den Tower hier, dass der die ein bisschen anheizt hier. Ich hoffe, sofern haut das hin hier. Oh, scheiße, 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 stopp. Wir müssen hier nur auf die schnelle Tower bauen. Jawohl, haut hin. Gut, die mischen ja auch noch mit hier, das passt schon. So, da ist ein Sniper. Wir sind in der Wave 2 von 3. So, das brauchen wir. Dazu sind 240 nötig. Wir lassen die Abklingzeit wieder runter. Jede Sekunde bringt hier was sozusagen. Bis 240 ist verdammt weit noch. So, jetzt kommt so ein Dicker da. Wir haben es, jawohl. So, jetzt hauen die richtig gut rein. Da bauen wir diese Sniper. Da hinten auch noch einen Sniper. Wave 3 von 3. Jawohl, der kriegt noch was auf dem Latz hier. Und ich glaube, wir haben es nee, wir haben es noch nicht geschafft. Da kommt noch was. Hier bauen wir jetzt mal einen Stopper. Kann auch nicht so schlecht sein. Einen zweiten Stopper. Reicht noch nicht von der Kohle her. Wunderbar! Wie wir sehen, 3 Sterne, hat es doch noch geklappt. So, dann, was nehmen wir? Puh, das ist jetzt so eine Sache. Mit dem Tower sind wir sehr zufrieden, also würde ich sagen, der soll mehr Damage machen. Nehmen wir das hier. Und vielleicht haben wir nur irgendwo die Abklingzeit runter, dass das hier schneller hier ist. Genau, das haben wir noch gar nicht upgegradet. Jo, und das letzte leider geht nicht wegen einem. Okay, gehen wir zur Runde 20 in Underground Paradise. Die letzte Runde. So, was haben wir hier? Ein Boss! Aber er ist brunzlangsam. Gut, das ist schon mal ein Vorteil. Wie sieht's aus? Die müssen alle wieder hier durch, okay. MG Tower for the win, sag ich mal. Das ist natürlich scheiße da. So, Leute, Leute, Leute. Die wollen uns hier ans Leder. Muss mal ein bisschen was nachhelfen. MG Tower für die Pflegenden. Jawohl, gerade noch rechtzeitig. Wer hält denn den da? Hey, waren das ein paar hier oder was? Die müssen weg hier. Der da. Oh, ich habe nichts ready. Scheiße. Okay. Ein paar werden durch. Können wir nicht verhindern.
aber nur ein paar. Boah. Aber der Typ hier, der wird uns nicht nur einen, das wird einige Leben geben, was wir da verlieren. Minus 5. Ja, den Boss müssen wir aufhalten anscheinend, da geht nichts drüber. Alles klar, den Boss müssen wir aufhalten. Das heißt, ein Stopper wäre hier Gold wert. Ja? Zuerst das MG und dann alles andere. Super, geht's hier aus. Und einen Stopper. Den bauen wir da hinten hin. So, da gehen zwar einige durch, aber das ist jetzt wurscht. Um das geht's nicht, es geht nur darum, dass der Dicke hier, der muss aufgehalten werden. Boss, immer Boss, Jungs. Alles andere könnt ihr durchlassen. Der Boss ist wichtig. Alles andere ist wirklich scheißegal. Es ist so, muss man dazu sagen. Wenn der durchkommt, ist nämlich alles vorbei. Gerade noch aufgehalten. Schwieriger Level, aber interessant. Ein guter, schöner Boss-Level, Leute. Macht richtig Laune. So, jetzt müssen wir uns anstrengen, dass wir das noch hinkriegen hier. Nicht leicht. Nicht leicht. Aber wir werden es hinkriegen, glaube ich. Boah. Schwierig, 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 aber sehr geiler Schlusslevel vom ersten Part. Hat Spaß gemacht. So. Können wir das hier upgraden, dass wir das wieder schneller ready haben. So, das Wichtigste ist was? Der Stun ist sehr, sehr wichtig. Der soll länger halten, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Leute. Ein wirklich... Also, ich muss sagen, es ist ja so. Wenn ihr schon ins Hauptmenü seht, ja? Das Tower Game, es ist so eine Art Serie. Da gibt es einige von denen, kommen immer wieder ähnliche raus. Das ist das Beste, finde ich. Das haben sie am besten hingekriegt noch von allen. Also, das macht echt Laune. Wir werden es auf jeden Fall weiterspielen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.